Ja. Naja, mein Kamerad hat nach einem Helm gefragt. Ich weiß nicht, ob sich jemand drum gekümmert hat. Ein Helm? Ja. Was meint ihr mit einem Helm? Ich mache mit meinen Händen eine sehr kleine Form, einen so großen ungefähr für einen Zwerg. Er wollte einen Helm aus dem Material des Malmers. Ach, das Chitinwerk, ja, das hängt dort drüben auf einem der Schwerter. Auf dem Kreuzgriff. Ja, warte, ich hol das eben. Mir war nicht klar, dass das ein Helm sein soll. Ja, ist auch sehr klein geworden, ob das wohl passt. Das weiß ich nicht. Ja, ist auch Der sehr hing hier klein. schon, der hing hier schon, als er ankam. Wir sind erst vor einigen Momenten aus der Wildermark angereist, mit einem großen Tross. Oh, sehr gut. Wie ist es in der Wildermark? Immer noch genauso schön? Ja, gibt es gutes Gold zu verdienen. Doch, das ist ja schön. Und jetzt seid ihr hier, um gegen Paligan zu streiten? Ja, ich glaube, das ist schon der Plan. Ich habe das nicht so genau verstanden. Wir wurden auf dem Weg aufgegriffen. Es war wohl ein Baron, der von südlich von Werheim hier angereist ist mit einem großen Tross und hat dann unterwegs immer mal wieder Leute eingesammelt. Haben sogar zwei Goblins dabei. Das ist ja erstaunlich. Und Kurios, aber wir sind um jede Unterstützung dankbar. ja, ich weiß jetzt, wie gesagt, noch nicht genau, was wir tun sollen. Der Baron Tavigor ist außer Haus. Und keine Ahnung, ob der noch kommt oder so, aber er wollte erstmal nur, dass wir hierher kommen und dann, ja, könnt ihr uns anstellen, anheuern, wenn ihr mögt. Oder auch nicht. Dann bereisen wir eins der anderen Schiffe. Naja, müssen wir mal schauen, was jetzt gerade so von der Mannschaft herkommt und wer weggestorben ist. Das passiert ja immer mal wieder. Seid in jedem Fall willkommen. Ja, genau, danke. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem Knilch da drüben machen sollen. Wollt ihr euch den mal anschauen, euer Gnaden? So ein Bauernlümmel. Sprach irgendwas von Anglern für Dapazien oder so etwas. Und ja, ich glaube, er Naja, ist Haldan. seid ihr sicher, dass ihr die richtigen Leute mitgebracht habt? Das ist hier. Das ist irgendwas vom Tross von Travegor. Das sind aber keine Flüchtlinge, oder? Nein, die Flüchtlinge kommen alle aus Festum, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine ganze Menge Bornländer dabei. Das ist jetzt also der Haufen da drüben und all die Leute, die im Westen der Stadt sitzen, die kommen dann von Travigor. Aber es sind keine Flüchtlinge, es sind Helden. Ich weiß nur, wie gesagt, nicht, was dieser Typ da hinten tut. Hey, du da, Haldan, komm mal her! Ja. Ich habe nichts umgeworfen, das war ich nicht. Das ist Seht zu, dass du vorher herkommst. umgefallen. Ich hab's nicht umgefallen. Hallo. So, wenn ihr wollt, nehmt ihn doch einfach mal mit. Oder tut damit auch. Haldan ist ein Bauer, oder? Ja, ich bin ein guter Bauer, ja. Ein ganz guter Bauer. Einer der besten im Dorf. Ja, haben wir, wie gesagt, im Kortempel keinen Bedarf für. Ich weiß nicht, ob der auf eurem Schiff gut ist, Visierer. Der Baron hat gesagt, wir sollen erstmal alle herkommen, aber ich weiß gar nicht, warum ich. Benjamin sieht ihn massiv irritiert an, was dieser Typ im Chortempel sucht und meint dann, nun, auf einem Schiff weiß ich nicht, ob es viel Verwendung für einen Bauern gibt, aber sicherlich auf den Feldern. Ja, ich bin ganz toll mit Tieren. Habt ihr Rinder? Nein, aber einige Pferde. Nein, das sind ja sowas fast wie Rinder. Naja, aber sie geben natürlich nicht so gute Milch, aber naja. Wart ihr denn Ja. schon drüben in Parinabad? Dort gibt es einen Parainer-Tempel. Also, die hat die also, also. Die Stadt ist ganz schön groß. Ja, das ist wahr. Man kann sich leicht verlaufen, auch wenn es schon sehr viel besser geworden ist seit unserem ersten Besuch. Und die Leute sind gar ruppig. Dann, weißt du was? Draußen am Strand, da hat wohl heute Morgen vor ein paar Augenblicken so ein Paios-Pfaffe hat er sein
Dienst getan und die Sonne angebetet. Dann nimm dir doch einfach den und geh bei ihm mit. Der weiß bestimmt, wo der Tempel ist. Den Zageweihten haben wir auch schon weggeschickt, der hat auch genervt. Oh, ein Priot, sagt ihr. Ist er sehr alt? Nein, er ist um die 30, würde ich sagen. Priodur oder sowas. Nein, ich fürchte, das sagt mir nichts. Auch irgendwas aus dem Gefolge von diesem Baron. Aber ja, natürlich mit einem Preisgeweihten. Da gehe ich natürlich gerne mit. Also wenn sie eingebe, natürlich. Das ist natürlich ganz was Feines. Meister Rafim, ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Bauern hier rausschmeißen können. Ist das okay? Naja, das ist mir doch scheißegal, was sie mit dem Bauern macht. Sehr gut. Dann raus! Ja, ich möchte noch mal sagen, ich hab's nicht umgeworfen. Dann geht Bauer Hallner Drogel so langsam aus dem Tempel. So, es ist mir ein Rätsel, wie er sich überhaupt hier herein verirrt hat. Ich weiß es auch nicht. Ist wohl irgendwie den anderen Söldnern hinterhergelaufen. Ardo Wehrheimer ist ein ganz guter Mann. Er hat hier seinen Hund noch. Den hat er zurückgelassen, der ist da hinten, so ein Bluthund. Und der klebt ihm die ganze Zeit an der Backe und Ardo ist dann irgendwann verschwunden und er ist dann hier geblieben. Naja, er sieht so aus, als würde er Wache halten. Ja, wie gesagt, hier ist der Helm. Wenn ihr noch irgendwas von uns wünscht, wir stehen euch zur Verfügung. Ansonsten passen wir auf die Flüchtlinge auf und bemannen dann später, wenn die Schiffe wieder fit sind, die Schiffe. Ich komme mit nach draußen einen Moment. Entschuldigt mich einen Moment. Ich würde Kor gerne noch ein Opfer darbringen und ihm für den Sieg danken. Ja, damals in Janka. Ja, macht mal. Hey, Priodor, komm ran hier! Was gibt es denn? Und so könnt ihr draußen ein kleines Gespräch vernehmen zwischen diesem Chorgeweihten und diesem Priusgeweihten zusammen mit dem Bauern, während ihr dann ein Opfer an Kor bringt und ein Gebet sprecht. Ja, gibt es einen Altar oder sowas? Ja, selbstverständlich, ein Schwerteraltar. Mhm. Ja, zerbrochene Schilde. Ja, Zulamin würde sich ein bisschen den Arm ritzen und den Altar mit ihrem Blut besprengen. Und tun, was sie gesagt hat. Kor dafür danken, dass er uns den Sieg in Janka gebracht hat und wir die Stadt befreien konnten. Und es trotz allem auch ein wenig aufwärts zu gehen scheint hier. Naja, wie Kor immer sagt, man muss seine Geweihten nur zu motivieren wissen. Naja, vielleicht sage auch ich das. Nun, du scheinst mir jedenfalls motiviert. Ja, ihr habt durchaus eure Möglichkeiten, mich zu motivieren, das ist nicht abzustreiten. Ich gebe zu, mir ein klein wenig Mühe gegeben zu haben. Aber was all diese Leute hier tun? Kurios. Aber nun, es ist gut, wenn sie uns im Kampf beistehen wollen. Ein Zageweihter, sagte er. Nun ja, wir sind froh um jeden Geweihten, der sich uns anschließt. Ja, da habt ihr leider nicht Unrecht bei diesem Alpharanskommando hier. Sind wir um jeden froh, der mitmacht. Na, ich bin gespannt, was die Volkszählung ergibt. Nee, also, naja, also vielleicht wäre es gut, wenn wir nicht wiederkommen, weil ich befürchte, eure Taschen werden sehr leer sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, damit werde ich dann wohl leben müssen. Naja, oder eben nicht. Nun, das liegt in der Hand der Götter. Ich glaube, es hat keinen Sinn, sich deswegen den Tag zu verderben. Ja, richtig. So könnt ihr wieder nach draußen treten und trefft dort nicht nur auf den Bauern, der so ein bisschen betröppelt hinter dem Priusgeweihten steht, sondern auch einen in Gold gewandeten mit einem Sonnenzepter in der Hand, der gerade wohl noch mit diesem Chorgeweihten sprach und ihn dann mit einem empörten Abwinken davon schickt. Tatsächlich, ein Priot. Ratscher zum Gruße, euer Gnaden. Preis zum Gruße, meine Tochter. Möge sein Licht euch erleuchten. Nun, was kann ich für euch tun? Schön, euch zu sehen.
Was verschlägt euch in meine Stadt? Nun, das Unheil, das hier in diesen Gewässern heimisch ist, natürlich. Und natürlich muss sie ein Auge auf meine Schäfchen haben. Nun, dann sind wir euch sehr dankbar. Wir haben vor einer Weile unseren eigenen Praios-Geweihten verloren. Denn Praios hat ihn zu sich gerufen. Oh nein. Wie war sein Name? Yalan. Also sein Name war Yalan und geweiht wurde er in Zorgan, wenn ich mich nicht sehr irre. Oh ja, Yalan. Nun, man hört so viele Dinge von ihm, gute wie schlechte. Aber ich urteile nicht über die Verstorbenen. Oh ja. Verstorben ist er eigentlich nicht. Er hat sich in Licht aufgelöst. Er hat Praios Licht erfahren? Dann kann er kein schlechter Mensch sein. Dann widerrufe ich alle meine Aussagen. Praios möge ihn erleuchten und ihn, nun ja, heimführen. Hey, was, eigentlich was habt ihr ja denn? Nichts Negatives über ihn gesagt, aber nun wohl gedacht, wer kommt denn da auf einmal? Praiodur, wen habt ihr denn hier gefunden? Oh, hier schon wieder. Nun, darf ich vorstellen? Sulamin al-Shabra, Salah Rishalia al-Jakhalil. Sulamin al-Shabra, dies ist meinen Schäfchen aus der Wildermark, könnte man sagen. Er möge sich vielleicht selber vorstellen. Ihr seid mir aber so eine wie euch habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich bin Ronga. Ja. Und Praiodur hier stellt sich nur ein wenig an. Wir haben miteinander schon einiges erlebt. Nun, beides wundert mich nicht, wenn ihr aus dem kalten, unwirtlichen Norden kommt. Oh. Nun, mit Praios Wille möge er uns führen, werden wir auch noch weitere Abenteuer überstehen und seinen Willen verstrecken. Und ihr seid alle mit diesem Baron Travigor gekommen? In der Tat. Nun, ich bin sein Hofgeweihter, könnte man sagen. Und nun ja, ich fürchte, der einzige Preisgeweihte weit und breit in der Wildermark. Ja, die Baronie verwaltet sich mittlerweile im Grunde selbst, weshalb der Baron vorgezogen hat, den Kampf gemeinsam mit den Helden euch hier zu suchen. Und wir als sein Hofstaat begleiten ihn. Wir nehmen verschiedene Positionen bei ihm auf. Ardo, das ist sein Heerführer. Ich bin sein Scharfrichter und Waffenmeister. Und der gute Praiodur hier ist sein Richter, der höchste Richter in der Baronie. Oh, dann muss ich ihn bei Gelegenheit vielleicht einmal mit der Baronin von Ilsu bekannt machen. Sie scheint ebenfalls hier zu sein, aber wir haben noch nicht persönlich miteinander gesprochen. Aber was bist du denn für einer? Du so riesig wie du bist, du kannst nur Raphim sein. Weißt du, ich war mal genauso groß wie du für einen Augenblick. Hat mich mein Kettenhemd gekostet. Ja, dann bist du aber ganz schön klein wieder geworden, ne? Ich bin Sulamin, habe ich eigentlich irgendwelche Titel? Ich meine, du hattest eine ganze Weile große Freude daran, dich Ritter zu nennen. Oh. Auch wenn ich finde, dass sich dieser Titel nur sehr unzureichend beschreibt. Als ob du irgendeinen Titel bräuchtest. Keine Sorge, wir alle kennen deinen Namen. Ich denke, erwählt hat es Manticore. Ist ein guter Titel für ihn. Ja, das schmeichelt mir jetzt schon, muss ich sagen. Und selbstverständlich ist er auch König von Talf. Wo auch immer dieses Talf genau. Wir sind da durchgekommen, oder? Ja. Da kommt ja der ganze Stamm her, auch wenn nicht mehr viele davon über sind. Vielleicht sollten wir noch meine Trolls hacken. Vielleicht, wenn wir Zeit finden. Nun, sie sind ja alle wieder zurückgekommen, oder? Was haben sie eigentlich berichtet? Naja, es sind ja nur noch so 4, 5 oder 6 am Leben. Der Rest ist ja tot. Ja, ich erinnere mich. Ja, war eine gute Schlacht. Ja. Und doch irgendwie ein dunkler Tag. Naja, wieso das? Yalan ist in Licht aufgegangen und... Naja, das ist ja nur positiv.
hast recht. Sie zwinkert dir zu, denn das waren ja genau ihre Worte. Jarlan? Jarlan Greifenmund? Ach. Ja, ich weiß, ihr habt nur Schlechtes gehört. Aber lasst es mir von euch gesagt sein. Seine Taten waren ohne Tadel, sein Charakter voller Tadel. Nun ja, ist Prajus Wille, ihn zu erheben über die Sterblichen. Kasim hat uns ein paar Geschichten erzählt. Naja, mir und Ardor am Lagerfeuer. Über ihn und Greifenmund auf Maraskan. Oh, Kasim, von dem haben wir einmal einen Brief erhalten. Dann seid ihr diese Leute. Irgendetwas mit einem schwarzen Schwert? Das schwarze Schwert, Yamish Akvam. Ach, davon habt ihr gehört? Ja, wir wurden in Kenntnis gesetzt, da es uns im Kampf gegen die blutige See ja recht unmittelbar betrifft. Dann tut es uns wirklich leid. Wir haben versagt, wir konnten unsere Mission nicht ausfüllen. Jetzt ist das schwarze Schwert in ihren Händen und, naja, es ist mit unserer Schuld. Nun, mir scheint, ihr habt euer Bestes gegeben. So möchte ich es zumindest sehen, aber... War auch ein Ungetüm, sage ich euch. Mit dieser finsteren Wassermagie und dieser Tentakel. Manchmal sehe ich sie noch in meinen Träumen. Oh ja, wir haben auch seine Bekanntschaft gemacht. Nun, noch ist nicht aller Tage Abend. Das Ende krönt das Werk, wie man so schön sagt. Nun, dann verstehe ich nun viel besser, weswegen ihr hier seid. Und vielleicht bekommt ihr die Chance, euren Fehler wieder gut zu machen. Bis in die Wildermark hört man ja nicht viel, aber ist es wirklich so schlimm? Seitdem wir hier sind, sprechen die alle nur vom Jahr der Fluten. Ja, die Flüchtlinge aus dem Norden, die Städte wurden nicht zerstört, aber auf jeden Fall hart getroffen. Und der Konvoi um die Plagenbringer bewegt sich weiter nach Süden. Naja, es kann nur besser werden, sagen wir es so. Und ihr seid die, wie nennt sich das, Visiere dieser Stadt? Ja, erst seit relativ kurzer Zeit. Ich wurde von der Maharani Shah hier eingesetzt, zu einem Zeitpunkt, als hier im Hafenbecken noch eine Pforte des Grauens lag. Und naja, es war eine zweischneidige Ehre. Aber mit Rafims Hilfe, nun ja, er hat den Malma erschlagen und wir konnten die Pforte des Grauens schließen mit unseren übrigen Gefährten. Ist das Vesira sowas wie der gute Travigor, ein Baron oder was ist das für ein Titel? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke so ähnlich. Wie groß ist denn seine Stadt dort in der Wildermark? Ach scheiße, wir waren eigentlich noch nie da. Ihr sollt nicht fluchen. Nun, jedenfalls, ich herrsche über Janka, aber nicht über sehr viel Land außenrum. Gerade so viele Felder, dass die Stadt davon leben kann. Und während ihr euch vorstellt, die Helden von der blutigen See und die Helden aus der Wildermark, kann Boltax wieder aufwachen. Dein Schädel dröhnt, deine Nase blutet und du fühlst dich schwummrig. Als du auf der grünen Wiese liegst, kannst du sehen, wie sich ein Kopf über dich herüberschiebt und lange Haare fallen herunter, grüne Augen, die dich liebevoll mustern. Eine bekannte Gestalt eines Waldelfen, den ihr mal kurz getroffen hat, es blickt dich an. Ban Baladin, Bori Bori Neu. Mir dröhnt der Kopf. Moment, warte, ich kenne dich. Das ist noch gar nicht lange her. Nein, ist es nicht. Du bist... Ich fasse ihn einmal an. Bist du hier? Warum? Ich dachte, du wärst in den Forst gegangen. Mann, es ist ein glücklicher Zufall, dass der Wind uns beide hierher getragen hat. Möchtest du einen Apfel? Oh, sehr gerne. Ich habe etwas Hunger. Du hast nicht zufällig etwas Wasser. Mir dreht sich gerade alles. Er reicht dir einen Schlauch. Dank, besten Dank.
bist du hierher gekommen? Ich dachte, du wolltest zurück in die Berge gehen? Nun, ich war in den Bergen und dann hat mich das Meer gerufen. Nun, ich bin dem Regen gefolgt, hinab wieder Bach und am Ende des Liedes heißt es so viel wie, wir müssen Palligan stürzen und der blutigen See ein Ende bereiten. Ja, ja. Ich hatte auch das Meer gerufen, aber ich habe es nicht gefunden, also bin ich hier hingegangen. Nun, von hier aus ist das Meer gar nicht fern, soll ich es dir zeigen? Ja, bitte. Nun, erstmal ein Schluck Wasser. Oh, oh. Boltax, du bist wieder wach. Wollen wir weitermachen? Mendarion, es tut mir leid, ich kann dir das Meer jetzt noch nicht zeigen. Ich bin gerade dabei, etwas zu lernen. Aber hast du dafür nicht Zeit? Nun, deshalb nehme ich mir die Zeit. Ja, in der Tat. Das Meer wird auf uns warten, so oder so. Gesell dich doch zu uns. Wenn ihr wollt, kann ich sonst auch noch mit einigen anderen Leuten sprechen, dann nimm dir die Zeit, die du brauchst, Boltax. Belf hat sich währenddessen im Schneidersitz hingesetzt. Nun, ihr Kleinwüchsigen seid immer so eilig in allem, was ihr tut, aber ich habe die Zeit, auf dich zu warten. Nun, du siehst, Zeit ist ja nur etwas Relatives. Meine Zeit und deine Zeit vergehen langsamer als die des Großlings. Ist quasi von der Zeit weitaus befreiter als ich und nichtsdestotrotz warst du gerade in Eile. Seltsam, nicht wahr? In der Tat. Ich bin es gewohnt, dass Leute auf mich warten, da wo ich hingehe. Du weißt schon, Menschen. Ja, die sind immer furchtbar hektisch, das ist tatsächlich so. Aber ich finde, man gewöhnt sich daran. Es ist ein anderer Rhythmus, aber ein aufregenderer. Aber es passieren schneller Fehler. Sie sind so überhastet, undurchdacht. Sie können sich keine 20 Jahre Zeit lassen, um ein Problem wirklich zu durchdenken. Nein, es muss gleich immer alles sofort passieren. Ein Eichhörnchen, das 20 Nüsse versteckt, findet auch im Winter eine. Nicht zwangsläufig, je nachdem, wie gut sie versteckt sind. Was lernst du? Ich lerne die Seelenreise. Es ist etwas komplizierter. Also, es gab da so eine Frau, die hat über ein gewisses Gebiet hier geherrscht. Und dann kam ihr Bruder und wollte ihr den Kopf abschlagen. Menschensachen halt. Und da hat sie sich schnell in den Körper von seiner Frau transferiert. Mit der Seelenreise. Das ist offensichtlich das Ritual, was dahinter steckt. Nun, auf jeden Fall wollen wir jetzt wieder den ursprünglichen Geist in den richtigen Körper bringen. Und dafür muss ich die Seelenreise lernen, weil ansonsten wird es schwierig. Denn diese Frau ist mit den Dämonen im Bunde. Also nicht die, die wir zurück in ihren Körper bringen wollen, sondern die, die jetzt in ihrem Körper ist. Das ist natürlich nicht gut, wenn sie jetzt im falschen Körper ist. Das muss unbequem sein. Ja, ja, das denke ich auch. Außerdem ist es für das Land nicht gut. Sie ist mit Dämonen im Bunde. Du hast doch gesehen, wie das Land verheert war, als wir bei Rabenmund damals angekommen sind. Er blickt sehr traurig irgendwo Richtung in die Ferne. Ja. Und das wollen wir verhindern. Diese Perversion all dessen, was geschaffen ist, was aus der dritten Sphäre herausquillt, elementare Macht. Nun, es darf nicht sein. Und es kann nicht sein. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, es zu verhindern. Oh, naja, viel Glück dabei. Nö, vielen Dank. Und was machst du hier? Oh, ich weiß es noch nicht. Ich werde erst einmal das Meer finden. Ich habe mich umgesehen, aber ich finde nur Brackwasser und seltsame Tümpel. Vielleicht bin ich mir auch nicht ganz sicher, was ich suchen muss. Vielleicht habe ich es gesehen und habe es nicht erkannt. Nun, es ist naja, und wenn ich da bin, dann werde ich sehen, was der Wind mir sagt. Ansonsten, wenn du noch etwas Zeit hast, kannst du hier auch auf mich warten. Ich miete dich auf unser Schiff und dann kann ich dir das Meer zeigen. Sicher, sicher, doch. Warum nicht? Nun, dann er steht dann ohne Kommentar auf und lässt sich irgendwo einigen Dutzend Meter Entfernung unter einem Baum nieder und scheint dann, wissen nicht sicher, was er macht, rumzusitzen. Ja, ich nicke. Weil und wenn du dann gerade in der allergrößten Konzentrationsphase bist, fängt er an, eine Flöte zu spielen.
Das stört mich überhaupt nicht. Das ist gut. Das ist nichts, was Boltax in irgendeiner Form stören sollte. Also, du bist ja die Isarun. Ne, richtig. Ich lasse mich von den Flötentönen und von der Anleitung des Druiden treiben und öffne meinen Geist erneut. Verliere mich in dem Wind und den Flötentönen, die der Wind trägt, in den blauen Augen des Druiden und in der Welt um mich herum. Dann frage an Abelmir, was möchtest du tun? Ich würde die Nacht gerne raben und aufsuchen, um ihn nun ja bei seiner verwalterischen Tätigkeit unterstützen und die Aufgabe, die mir Sulami gestellt hat, gerne erfüllen. Okay, dann kannst du schon mal eine Staatskunstprobe würfeln, wenn du magst, um ihn zu unterstützen. Und während du dann die Papiere durchgehst, ihm dann ja die Aufgabe von Sulami stellen. Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Das denke ich auch.